Im Markus-Evangelium finden wir eine illustre Szene. Vor einem Haus, in dem Jesus sich befindet, mit Zuhörern, mit Anhängern, mit Jüngern, steht seine Familie. Sie fordern, er soll herauskommen. Denn ihnen ist nicht ganz geheuer, was Jesus so macht, sie verstehen nicht. Es gibt auch andere, die ihm vorwerfen, dass er Dämonen austreibt, indem er selber böse Praktiken anwendet. Mich hat das Ganze erinnert an einen Film, Die Bestimmung. Dort geht es auch darum, dass Familien, Herkunftsfamilie, Herkunftsfraktion stehen gegen eine Fraktion oder mehrere Fraktionen. Menschen kämpfen gegeneinander, Menschen spinnen Intrigen gegeneinander und sie handeln gegeneinander, als ob der andere das absolut Böse wäre. Und ihre Handlungsweisen sind aber angeblich von Guten geleitet, aber wie wenn ich Satan mit Beelzebul austreiben möchte. Für mich beruhigend ist, dass Jesus Familie nicht verurteilt oder verdammt. Er sieht das Gute an der Familie, dass man dort mal zurückgehen kann, dass dort die Grundlage ist. Er selber bindet Familie ein. Zum Beispiel in der Hochzeit von Kanaan bewirkt Maria, dass er sein erstes Wunder tut, regt ihn an. Aber Jesus möchte weitergehen. Er möchte uns zeigen, wie wir ändern können, wandeln können, uns selber, aber auch die Erde. Im Film muss mit 16 in eine neue Fraktion gewechselt werden. Jesus fordert von uns, folge mir nach und auch verlasse deine Familie womöglicherweise. Familie verlassen heißt in dem Fall nicht Familie verurteilen, sondern weiterzugehen. Weiterzugehen hin zu einem besseren Leben, das jetzt schon beginnen soll, nicht am jüngsten Tag und nicht in Ewigkeit. Für mich schön, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns jetzt schon verändert. Uns aufruft, einen neuen Weg zu gehen. Allerdings entscheiden, diesen neuen Weg zu gehen, müssen wir schon selber. Gehen Sie mit auf diesen neuen Weg? Gehst du mit?